Ja, moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play RimWorld. Und ja, wir haben leider ein bisschen Pech gehabt und zwar kam das Update hier 1.2 ist es glaube ich, gleich einen Tag nachdem ich das andere Video gemacht habe. Aber das ist nicht schlimm, denn wir haben die Möglichkeit, jetzt übrigens auch mit den Kolonisten benannt nach euch, hier durchzustarten und vor allem auch einen ganz anderen Approach zu nehmen. Also ganz anders an die Sache ranzugehen, denn im Stream mache ich das so, dass ich nicht in einen Berg baue, aber genau das werde ich jetzt hier tun. Die Arbeit habe ich auch schon ein bisschen verteilt hier. Da werden wir dann allerdings so on the fly, sage ich mal, noch ein bisschen, ja, anpassen, das Ganze. Und ja, ich würde sagen, dass wir dann hier jetzt einfach mal anfangen. Ich habe auch Quality-Bilder drin und ein paar andere Sachen wie Quality Surgeon. Also die ganzen Mods, sage ich mal, sind wieder drin. Nicht alle, also aber die wichtigsten. Ja, also die allerwichtigsten sind drin, die hier am meisten Einfluss haben und deswegen können wir auch einfach anfangen. Hier haben wir einen Puma in der Nähe, einen Panther, meine ich, tut mir leid. Und das könnte ziemlich kritisch werden, deswegen müssen wir den irgendwann mal killen. Weil wenn der mal irgendwie böse wird oder sich einfach mal entschließt, hey, der Pepe, das ist hier unser Männchen, unser Hengst, der sieht irgendwie ganz lecker aus, dann, ja, nicht so cool. Aber egal. Die Leute sind jetzt nicht optimal. Also ich zeige euch mal eben kurz die Stats hier. Ihr seht, die sind so ein bisschen random, weil ich Prepare Carefully nicht benutzen konnte. Aber hey, ist trotzdem interessant. Wir gehen auf die Fähigkeiten etwas genauer ein später, denke ich mal. Jetzt möchte ich mal anfangen und euch zeigen, wie wir das Ganze hier designen. Und zwar ist das eigentlich ziemlich cool, dass wir jetzt in einen Berg reinbauen. Erstmal müssen wir gucken, wo wir in den Berg reinbauen. Das ist hier hinten, bietet sich eigentlich schon an. Da können wir eigentlich anfangen. Allerdings würde ich sagen, dass wir nirgendwo zu nah an den Kartenrand gehen sollten. Und hier ist eigentlich wirklich ideal. Weil wenn die von irgend, zum Beispiel von da hinten kommen, dann kommen sie da relativ schnell hin. Wir haben wenig Zeit zur Vorbereitung. Wenn wir allerdings hier, sage ich mal, aufbauen, bin ich eigentlich ein bisschen zu nah, denke ich, hier dran. Dann hauen die sich da durch oder so. Deswegen, ich würde sagen, hier vorne, so in der Richtung ist gut. Weil da laufen sie auf jeden Fall rum. Hauen sich maximal vielleicht dadurch oder ja, da werden sie sich nicht durchhauen. Also hier ist eigentlich so ein ganz guter Punkt, denke ich. So, hier vorne haben wir allerdings Ressourcen, auch relativ viele, das ist gut. Aber dann würde ich sagen, hier können wir irgendwie reinhauen, da. Genau. Und ah, hier vorne hatte ich genau das schon. Vielleicht können wir das per Blaupause kopieren. Geht das? Nee, das geht natürlich nicht. Schade. Aber das machen wir hier unten einfach nochmal. Easy peasy lemon squeezy. Dann bauen wir uns hier nochmal auf. Tut mir leid, dass das Ganze hier nochmal... Ja, ich mache auch die Folge ein bisschen länger, da wir die andere Folge ja, sag ich mal, ein bisschen Fortschritt hatten, den wir hier nicht mehr haben. Ich werde auf jeden Fall bis zum ersten Raid warten. Also den ersten Raid werdet ihr jetzt auf jeden Fall miterleben. Das Ganze ist natürlich wieder auf der mittleren Einstellung hier. Und später, wenn es, sage ich mal, ein bisschen heavy wird, dann werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen... So, hier wird man das noch abbauen. Da, 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 da. Da, 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 da. Gut, wir haben ein bisschen was zu essen. Wir haben dies, wir haben das. Alles gut. Und wir werden hier auch gleich den Beton hinmachen. Beton ist relativ wichtig, finde ich. Weil, wenn jetzt, sag ich mal, hier ein Feuer irgendwo kommt, ne? Und das hier, dann springt das da einfach so rüber. Wenn wir allerdings Beton haben, dann kann das da nicht rüberspringen. Das ist sehr schön. Natürlich geht es auch nicht bei Stein. Oder bei anderen unpassierbaren Sachen, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Deswegen mache ich das immer sehr, sehr gerne. So. Ist auch gar nicht so arg. So. Dadurch, dass wir uns jetzt hier in den Berg reinhauen,
Und da gab es dann doch jetzt weniger, als ich dachte. Haben wir aber ganz, ganz große Vorteile. Dann braucht man da, müssen wir da nicht unbedingt rein, wir können auch hier rein. Und zwar der große Vorteil beim Einbauen in einen Berg ist, dass wir hier schon mal schön planen können. Also hier zum Beispiel können wir eine Vorratskammer machen, die können wir erstmal ein bisschen kleiner machen. Ja, also so ungefähr. Dann können wir hier drüben die Küche hinmachen. Die muss jetzt eigentlich nicht sonderlich groß sein. Ich würde sagen, das hier reicht als Küche dauerhaft. Dann können wir hier die Gänge machen. Und vor allem können wir hier dann die Lüftung reinmachen und dann können wir hier immer die Kammer ausbauen. Wir müssen das so ein bisschen planen schon mal, weil das hier wird so unsere Grundlage sein. So, dann können wir hier schon mal die ersten Zimmer reinmachen. Ich denke, so 5x5 Zimmer reichen. Ich würde sogar sagen 4x4, nein, 5x5 sagen wir einfach. Das reicht eigentlich. Für den Anfang. Wir wollen sie auch nicht verwöhnen, ne? So, ich denke, das reicht. So zwei, ich weiß noch nicht. Nee, ein. Dann können wir das später noch mit Lüftung verbinden. So, dann können wir hier auch so einen Gang rum machen, das noch verbinden hier alles. Ich will nicht zu nah hier ran, weil ansonsten kloppen die Leute sich da vielleicht später durch, die bösen Buben. Und ja, der Panther, wie gesagt, der macht mir Sorgen. Der macht mir ziemlich Sorgen und ich muss mir da was überlegen. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Aber nee. Und der ist, wie gesagt, kritisch. Dann würde ich sagen, holen wir uns was zur Entspannung. Das können wir hier hinten einfach hinpacken. Dann können wir auch schon mal Betten machen. Und das ist jetzt das Geile an Quality Builder. Quality Builder ist einfach so der Hammer, weil man einfach bestimmen kann, wie gut die Betten sind. Und Bettenqualität ist wirklich wichtig für die Erholung und so weiter. Deswegen hier auf jeden Fall drei Betten bauen. Die Betten können jetzt einfach erstmal irgendwie, ne, irgendwo rumstehen. Das ist nicht so wichtig. Aber wir können auch eigentlich schnell mal das Ganze hier so ein bisschen, ja, zumachen. Das ist auch wirklich nur übergangsweise. Aber wenn ich jetzt hier sage, ich möchte gerne Betten bauen aus Holz, dann seht ihr hier dieses grüne Teil. Das sagt, wie gut das Ding ist. Ich kann auch sagen, dass es zum Beispiel legendär sein soll. Dann wird allerdings nie was fertig, weil so einen guten haben wir nicht. Allerdings gut ist relativ, ja, gut machbar. Das halte ich eigentlich nicht für sonderlich schwierig. So, das Ganze wird jetzt hier auch fertig gemacht. Ne, Pascal, Klausel und Roffel geht's eigentlich relativ gut. Die sind recht happy. Das ist schön. So, hier habe ich erstmal alles weggemacht, weil muss nicht unbedingt gemacht werden. Allerdings, was gut wäre, wenn wir hier vielleicht ein bisschen ernten. Hier sind ja überhaupt keine Beeren. Ja, leck mich am Arsch. Ja, Betten benötigt. Mach Sachen, ey.
Und da hat er schon das erste Tier, glaube ich, gerade getötet. Und ja, ich würde sagen, das ist eine gute Gelegenheit, um uns einfach mal die Charaktere anzugucken. Das, ja, fragt euch sicher, gerade die, die hier benannt wurden, die sind ja sicherlich immer ganz, ganz interessiert in ihren Charakteren. Deswegen, wir haben hier einmal beim Roffelcopter, der hat, na, der ist relativ ausgeglichen. Und vor allem, der ist ein gequälter Künstler, das ist nicht ganz so toll, denn der hat allgemein einen permanentes Minus auf die Stimmung. Geht allerdings trotzdem. Und ja, Vielfraß und Jogger, also der ist sehr, sehr schnell unterwegs, das ist verdammt cool, deswegen habe ich den auch genommen. Weil der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Der ist ein bisschen alt, ja, ein bisschen alt, aber trotzdem gut. Der ist mit 45 auch nicht gerade jünger und hier 24. Wobei, ich möchte niemanden auf die Füße treten, 53 ist kein Alter, wenn ihr natürlich noch fit im Kopf seid, ne? So, und ja, der Pascal ist leider nicht so der gute Kämpfer. Aber ansonsten auch Körperpurist, Kannibale, schwaches Immunsystem, nicht ganz so toll. Ist allerdings da auch besser in Medizin und das fand ich verdammt gut, denn wir brauchen einen Mediziner. Und ansonsten hier der Klausoi, das ist auch wieder so ein guter Allrounder, nicht so gut im Bergbau und Kokage, aber Psychopath und Masochist. Also gar nicht mal so schlecht. Also wenn der Schmerzen empfindet, findet der es richtig geil. Und Psychopath ist halt, ja, wenn man da Leute abknallt oder was weiß ich macht, der stört sich daran nicht, ja. Der ist da relativ abgebrüht. Und ja, ist gar nicht mal so eine schlechte Kombination, finde ich. Wobei Kannibale nicht sonderlich nützlich für uns ist. Aber trotzdem finde ich gar nicht so schlecht. Und ja, dann würde ich mal sagen, können wir hier auch gleich mal uns eine... Ich glaube, das können wir hier vorne machen. Das... Wo ist denn Böden hier? Nicht Böden, sondern ist in der Struktur. Da die Brücke. Dann können wir hier schon mal eine Brücke bauen. Ich möchte hier dann gerne das Lager reinmachen. Hat einfach den Grund, dass ich... Wobei, da müssen wir... Da können wir eigentlich auch das Lager reinmachen. Wir können ja zwei Verbindungen da eigentlich hinmachen. Ja, könnten wir. Oder wir bauen da irgendwas anderes hin. Jetzt habe ich schon angefangen. Na gut. Da bauen wir irgendwas anderes hin. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass wir hier unten auch das Lager eigentlich reinmachen könnten. Wäre wahrscheinlich auch schlauer. Wobei, wir könnten hier auch einen Workshop hinmachen. Na, mal sehen. Auf jeden Fall hier, das muss fertig werden. Das kann jetzt auch ein bisschen dauern. Aber wir können auch schon mal die Produktionsstätten fertig machen. Also wir brauchen eine Schlachtbank. Und wir brauchen ein Steinmetz vielleicht auch noch. Die können wir beide schon mal bauen. Die werden wir später noch umplatzieren. Allerdings, wenn sie dann schon mal fertig sind, ist das nicht schlecht. Da. So, und hier könnte man dann so einen Raum reinmachen, wo wir die vielleicht reinstellen können. Und dann können wir da vielleicht doch das Ding hinmachen. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, wie genau wir das Ganze gestalten werden. Bei dem lieben Pepe werde ich allerdings mal eben kurz eine Zone machen. Und zwar eine Tierzone bzw. Zone. Wo ist denn das Heimatgebiet? Das ist Heimatgebiet. Heimatgebiet verkleinern. Das hier oben ist kein Heimatgebiet. Das ist, ne, sonst ist richtig. Ich würde sagen, Heimatgebiet können wir eigentlich so machen. Das ist eigentlich unser Heimatgebiet hier. Ich würde sagen, das ist in Ordnung. So, ansonsten würde ich sagen, Zonen sind relativ wichtig hier. Abfallzone können wir hier hinpacken. Das ist natürlich vor allem für verrottende Sachen ganz gut. Frisches würde ich sagen, packen wir da nicht rein. Sondern nur Brocken und Leichen jeglicher Art, die halt am Verrotten sind. Weil die frischen Leichen können wir verarbeiten, mal von Menschen abgesehen. Und dann können wir hier auch später ein paar Gräber hinmachen. Das können wir hier in die Ecke auch ganz gut hinpflanzen. Nicht übertreiben, aber so, dass wir es relativ schnell dann fertig bekommen auch. Aber jetzt... will ich eigentlich auch nicht zu viel bauen, weil ansonsten passiert wieder genau das, was ich schon mal hatte und es wird nichts fertig. Und das passiert richtig schnell.
Und ja, langsam essen. Ja, wir haben noch ein paar Überlebensrationen, aber sollten natürlich da jetzt nicht zu lange warten. Ja, bauen wir hier unten dann das Lager rein oder den Workshop? Also Lager müssen wir eventuell öfter rein. Wäre also nicht sinnbefreit, wenn wir das hier reinmachen. Okay, machen erstmal ein kleines Lager. So 8x8. Und wir müssen da auch aufpassen, dass wir nicht zu große Räume machen. Ich weiß gar nicht, wie genau hier. Ich glaube, das reicht erstmal. Dann bauen wir das einfach so weiter aus. Also wir brauchen, müssen immer so kleine Stützbalken haben. Ich weiß allerdings nicht genau, wie viele Stützbalken. Das ist aber, denke ich, ganz in Ordnung so. Und ja, jetzt heißt es eigentlich warten, 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 warten. Und Bergbau, ja, haben die meisten drinnen. Das heißt, wenn es gerade notwendig wird, hier würde ich sagen 4, ne, dass er dann sich ab und zu auch kümmern kann. Und ja, der BB, da würde ich sagen, den bilden wir noch zum. Deswegen habe ich ihn noch nicht geschlachtet. Weil erstmal ist er verbunden mit Roffelcopter. Also Roffel wäre nicht gerade sehr glücklich, wenn wir BB dem Erdboden gleich machen, beziehungsweise ja, ihn verarbeiten. Da wäre er nicht so glücklich. Außerdem würde ich sagen, dass wir ein paar Steinblöcke verarbeiten. Ich würde sagen, beliebige Steinblöcke. Ja, so 10 Stück oder 15 Stück kann man ruhig machen. Außerdem können wir da auch ein paar. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal richtig gut aus und ich finde, diese Kolonie sieht sogar noch deutlich besser aus als die andere. Wie gesagt, ich mache die Folge ein bisschen länger, damit ihr auch ein bisschen was zu gucken habt und vor allem. Die andere musste ich ja leider wegen dem Update wieder wegmachen. Allerdings denke ich mal, dass es so für einen ersten Einblick gar nicht mal schlecht war. Deswegen werde ich es auch online lassen und das Ganze nicht nochmal neu machen. Sondern ne, gerade für die, die dann einfach einen Eindruck gewinnen wollten, ist das, denke ich, trotzdem eine gute Folge. Ansonsten läuft es gut. Nur sind, ja, wobei, sind jetzt nicht so happy. Aber gut, wir haben auch noch nicht alles fertig. Da muss ein bisschen was gemacht werden. Ja, so ist das halt, ne? Raumschiff. Ja, Sicherheit. Da werden wir später noch ein bisschen was bauen. Ah, Handwerk, genau. Handwerk haben wir hier nämlich keinen. Aber die sind alle so schlecht in Handwerk. Aber da würde ich sagen 4, weil die so grottenschlecht sind. Bergbau geht eigentlich. Da werden sie jetzt auch besser. Beziehungsweise. Machen wir das erstmal so. Ich glaube, da bahnt sich was an. Basgal versuchte Roffelcopter zu bezaubern, indem er eine Geschichte über den Dualismus erzählte. Roffelcopter wies diesen Annäherungsversuch zurück. Roffelcopter und Pascal sprachen leise über die Kryptoschlafkapsel. Das ist schon genial, ey. Oh. Raumschiffe. Raumschiffteile. Sogar in der Nähe, das ist schön.
Beeren im Lager zerfallen. Wir haben kein Lager für Beeren. Verrückte Ratten. Eine hiesige Ratte, eine verrückte Ratte. Die ist noch nicht da. So, das ist der eigentlich der erste mehr oder weniger Raid. Na gut, das ist jetzt kein Mensch. Aber das ist das erste Event, was, sage ich mal, eine böse Kreatur betrifft, beziehungsweise einen Feind. Und genau so lange wollt ihr eigentlich machen, aber ich mache noch ein bisschen weiter. Damit ihr auch seht, wie das Ganze hier so vorangeht. Und ja, jetzt sage ich mal, geht's richtig gut voran. Wir können auch sagen, dass wir die Sachen hier wegtragen, dann tragen sie die hier vorne alle hin, zu dem Punkt. Ich würde auch sagen, dass wir mal eben ein bisschen Ernten machen hier. Wir brauchen Futter. Da vorne sind auch noch ganz, ganz viele Wildschweine. Die können wir theoretisch auch jagen, aber... Warten wir erstmal. Warten wir das Ganze hier erstmal ab. Aktuell ist noch alles ruhig. Ich würde auch gerne eigentlich die Leiche hier schlachten, aber... Genau das wollte ich tun. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das Rattenfleisch jetzt hält, aber ich glaube auch nicht so lange. Deswegen müssen wir hier dringend das Ding mal reinbauen. Und bauen wir erstmal das ab, dann kann ich da nämlich gleich was hinbauen. Strom, da. Einen Holzfeuergenerator. Und da kommt eine Tür rein. So. Und gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Dann können wir nämlich das Fleisch hier vielleicht noch verarbeiten. Und es sieht so aus. Genau, Dwarf Fortress. Und die Siedlung heißt... Ich bin so unkreativ. Ich könnte ja sowas Kreatives nehmen wie Mellytown, aber das mache ich nicht. Fraktion. Okay, machen wir anders hier. Elidiana. Das ist auch nicht besser, aber... Hey. So. Ich bin halt, was Kreativität angeht, nicht sonderlich gut. Sieht man wahrscheinlich auch an meinem Spielstil, aber... So. Die Lagerzone werden wir dann noch erweitern. Aber wir werden jetzt erstmal alles löschen. Dann werden wir hier nur Nahrung reinpacken und hergestellte Medizin. Aber auch nur die Kräutermedizin. Denn der Rest, der kann ruhig kaputt gehen. Wir könnten da jetzt noch was anderes reinpacken, das mache ich jetzt aber nicht. Und zwar gibt es da noch eine... Hier genau das gleiche, werden wir dann später erweitern. Alles löschen. Hier machen wir hergestellte Sachen rein. Bis auf Kräutermedizin, die kann nämlich kaputt gehen. Dann würde ich sagen, Gegenstände, Waffen und Kleidung und vielleicht auch Konstruktionen.
Brocken, nein. Und auch Rohstoffe nicht. Bis auf Gold, Jade, Plastahl, Silber und Uran. Alles andere würde es nur dicht rotzen da. Das tragen wir dann mal eben rein. Zack. Jetzt ist das nämlich gekühlt und es verdirbt nicht mehr. Und das ist super. Jetzt haben wir schon das erstmal fertig. Und jetzt können wir auch theoretisch die Beeren mal eben sammeln. Das mache ich auch mal eben ganz schnell. Und dann haben wir ein bisschen Essen. Es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen Essen. Und wir haben wenigstens ein bisschen dann hier rumliegen. Und das finde ich schon mal richtig gut. Wie gesagt, es ist ein kleiner Anfang. Aber so an sich sieht das doch schon mal ganz gut aus hier. Die Feinheiten werden noch kommen, vor allem mit dem nächsten. Mit dem nächsten Charakter, der dann kommt. Und ja, wer wird der nächste Charakter werden? Wer weiß, wer weiß. Aber ich, ja, werde jetzt erstmal hier einen kleinen Cut machen, auch wenn ich gerne die Folge noch länger machen würde, aber das dauert sonst zu lange zu rendern. Und ja, mache ich jetzt erstmal so und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich hoffe mal, ihr habt auch sehr viel Freude an RimWorld, ich auf jeden Fall. Und ja, in der nächsten Folge mal gucken, was wir da machen. Auf jeden Fall sieht das schon sehr, sehr gut aus. Die Karte gefällt mir auch wirklich sehr gut. Und sobald ich ein bisschen erfahrener auch bin und wieder mehr den Grip vom Spiel habe, werden wir vielleicht auch mal größere Karten nehmen und vielleicht irgendwann auch mal ein bisschen exotischer. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge und wenn es gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Und ja, tschüss.